Hey ho, meine Lieben, einen wunderschönen Sonntag gewünscht. Und gut, dass ich hier noch meinen zweiten Helm habe. Weil, ja, hier hätte ich den schlecht mitnehmen können. Unterm Motorradhelm hätte es jetzt etwas vielleicht sich komisch angefühlt, komisch ausgesehen. Ja, was mache ich heute? Ich fange heute an mit der Niveauregulierung. Nennen wir es mal so, das Video. Niveauregulierung. Part 1, also 1. Ja, ich stelle die Cam mal aufs Stativ und dann könnt ihr... Nierengurt. Dann könnt ihr... Ja, mir mal ein bisschen beim Buddeln zugucken. Ach, und ich weiß nicht, wie weit ich heute komme. Tja, aber ich denke, das wird jetzt so eine der letzten Arbeiten hier draußen sein. Also im Außenbereich, weil so langsam wird es ja wirklich kalt. Also die Woche habe ich ja noch Zeit, bevor es dann wirklich viel kälter wird. Also Stativ stelle ich schon mal her. Und anfangen tue ich gleich hier vorne. Ja, genau hier. An dieser Ecke fange ich an. Und dann schaue ich, dass ich das alles auf ein gleiches, ebenes Niveau bringe. Dass man da eben dann auch ordentlich mähen kann. Ja, das habe ich ja gestern schon gezeigt. Katastrophe. Katastrophe. Katastrophal. Das müssten rein theoretisch mal irgendwelche Blümchen oder was weiß ich gewesen sein hier. Aber da ich nichts weiß und man nach den Zetteln da hinten ja auch nicht gehen kann, fliegt das alles raus. Und Manu hat ja gesagt, bei Tageslicht zeigen wir euch das nochmal. Also das ist jetzt hier der gewaschene Schotter. Naja, fast gewaschen. Ein bisschen Fladen hängen noch drin. Aber jetzt kann man hier richtig schön an die Hochbeete rantreten, ohne dass man da versumpft oder sonst irgendwas. Jo, genau. Dann hole ich mir mal mein Werkzeug, Schaufeln und Schubkarre. Ja, und dann lege ich schon los. Ja, zuerst muss er mal die oberste Grasnarben Miste Kacke runter, weil wir tun ja da frisch ansehen. Hier für eine fette Wurzel raus. Ich glaub's ja gar nicht. Leute, ich fühle mich beobachtet. Cam aus. Das kann dauern. Boah. Immer bloß so kleine Stückle und dann kurze Pause.
Ich mach mich da jetzt nicht kaputt heute. Heute ist Sonntag. Also mittlerweile bin ich ja schon so weit, dass ich zufrieden bin, wenn ich mit dem vorderen Teil der Hütte den Streifen nach hinten, wenn ich den heute ausgrab. Oh, Hammer. Ja, die Grasnarbe, das ist schon heftig. Aber ich habe ja Zeit. Pressiert ja nicht. Und wenn ich hier rumgucke, vor mir, das muss ja auch noch alles gemacht werden. Irgendwann einmal. Nächstes Jahr. Puh. Jetzt erstmal Stück für Stück. Hilft nichts. Noch einen Schluck trinken. Vielleicht noch eine rochen. Und dann geht's weiter. Tja, mit der richtigen Technik ging das jetzt doch recht flott. Ich habe immer mit der Schaufel und mir dann Quadrate angestochen, wie so ein Stück Kuchen, und die lassen sich dann relativ leicht rauspopeln. Wer jetzt auf die Idee kommt, ich soll hier doch auch noch Gemüse anbauen, nein, das soll alles wieder ein Stück Wiese werden, an der Wand entlang, an der Hütte entlang. Fertig, Punkt. Vielleicht am Rand noch ein paar Blümchen oder sonst irgendwas, aber ansonsten schön Wiese, damit man auch was zum Mähen hat. Kann ja auch mal ein Veganer kommen, der will ja dann auch was fressen. Hahaha, ha, ha. Kleiner Scherz am Rande. Nein, das wird auf alle Fälle wieder Erde durchgesiebt. Ich schaue nachher noch nach einer Plane, dass ich den Haufen hinten abdecken kann. Vielleicht wird er doch einmal so weit wieder halbwegs trocken, dass man dann ein bisschen durchsieben kann. Und dann wird das alles wieder schön gerade auf Niveau aufgefüllt. Ja, das ist der Plan. Mache ich jetzt da hinten noch ein Stück oder nicht? Ich glaube, ich schaufel noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Stück für Stück. Oh, hier hinten habe ich das restliche Ding rausgerupft, was wohl mal Trauben waren. Wo hier auch noch was drin steckt. Wo gar nichts mehr kommen ist. Ja, raus mit dem Zeug. Oh, aber es geht voran. Ja, 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 ja. Langsam aber sicher. Boah. Ey, wer solche Gartenarbeiten noch nie gemacht hat, der kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Was für ein Rotz das eigentlich ist. Naja, aber ich habe mir es angetan und ich ziehe es auch durch. Punkt. Ja, haha. Aber es macht Spaß. Macht definitiv Spaß. Und die Kilos purzeln. Ich sage euch jetzt nicht, wie viel da schon weg sind. Also mir reicht's für heute. Ich habe keinen Bock mehr. Aber es ist ein gutes Stück geschafft. Viel ist es nicht mehr. Ich will ja nächste Woche auch noch was zu tun haben. Und hier habe ich jetzt mal die Erde abgedeckt. Und bin gespannt, ob die trocknet unter der Plane. Ob die wirklich trocken wird. Naja, zumindest wird sie nicht mehr nässer. Weil wenn die trockener ist, kann ich die nämlich wieder durchsieben. Und dann kommt die in das Feld hier rein. In die Wiese. Hier habe ich noch so kleine Zwiebelchen gefunden. Keine Ahnung, was das mal alles wird. Werde ich hier in dem Eck alles wieder einpflanzen und fertig. Und bin gespannt, was dabei rauskommt. Dann habe ich mir noch was ausgedacht. Muss ich bloß noch messen, ob das überhaupt geht. Und zwar diese große Platte hier. Also die etwas kleinere von den zweien. Hier rüber wuchten und unten drunter. Und die halt sauber ausrichten, dass die sauber liegt. Dann wäre das ja, mit einer Platte erledigt. Schauen wir mal, ob das was wird. Also so
ein Schrittchen nach dem anderen. Stativ wieder reinräumen. Und dann kann ich mich auch schon fertig machen. Mich aufs Moped schwingen. Und so langsam wieder den Heimritt antreten. Ja, nachdem ich noch mein Cola in Ruhe geschlürft habe. Meine Kohledosa. Naja, Viertel voll noch. Die habe ich jetzt dann gleich leer. Tja, Leute. Dann wäre Niveauregulierung Part 1 erledigt für heute. Ich sag mal Tschaikowski. Wenn dieses kleine Buckelvideo gefallen hat, Däumchen nach oben. Mini-Mücken fliegen. Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.